Ist unglaublich, der 23. Dezember, die Zeit ist gerast wie nichts Gutes. Ja, und wir haben einen Tag vor Heiligabend. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr alles soweit fertig habt und dass ihr morgen einen richtig tollen Tag habt. Ihr werdet natürlich morgen früh meinen 24. Tageskalender sehen. Und ja, jetzt machen wir aber erstmal den 23. Und da gucken wir als erstes in den Kalender. Warte mal, hier habe ich noch mein Rotbäckchen, nämlich Klassik war heute drin. So, und die 23 ist hier unten. Und ich bin gespannt, was es heute gibt. Es gibt wieder eine Geschichte, yippee-yay. Da freue ich mich. Und wir haben wieder so eine weiße Schokolade. Und das hier sind bestimmt so nachgemachte Erdbeerstückchen. Ja, also Crisp und Erdbeer nicht, beerig, so Waldbeere oder so. Irgendwie so in die Richtung. Aber wir hören als erstes mal, was für eine Geschichte wir heute bekommen. Macht hier. Sag doch mal Danke. Milchbrei für die Wichtel. Hoch oben im Norden sind die hilfreichen Hausgeister noch sehr lebendig. Sie beschützen das Haus und helfen seinen Bewohnern. Und weil die Schweden auch nicht immer alle Schlüssel beisammen haben, bedanken sie sich bei den gutmütigen Zwergen an Weihnachten mit deren Lieblingsspeise, dem Milchbrei. Probier es selbst. Falls es nicht klappt, war es die falsche Schale. Die richtigen gibt's bei IKEA. Das dazugehörige Rezept findest du hinter dem Türchen vom 2. Dezember. Ah ja, okay. Ja, schön, schön. Genau, dann kann der IKEA-Adventskalender schon weg. Ja, morgen ist ja wieder eine Karte drin. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann bei IKEA bin. Die sind ja immer bis zum nächsten Sommer gültig, also man hat dann auch ewig Zeit hinzugehen und zu gucken, wann es die nächsten, also wie viel auf diesen Karten drauf ist. Ja, ihr Lieben, und wenn ihr mögt, dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ja, was euch am Weihnachtsfest immer am meisten Freude macht. Das würde mich mal interessieren. Und ja, wenn ihr mir ein paar Antworten geschrieben habt, dann verrate ich euch morgen, was mir immer am meisten Freude macht. Okay, und ich fühle wieder. Total schwer zu erraten. Ich habe keine Ahnung. Es fühlt sich an wie etwas aus Papier. Vielleicht irgendeine Deko, die man irgendwo hinhängt oder so. Hier oben fühlt es sich fast an, als wenn so Bändchen oder so drin wären. Keine Ahnung. Und hier könnte ein Badezusatz drin sein, obwohl es sich nicht ganz so danach anfühlt. Obwohl doch. Doch, das hier könnte gut ein Badezusatz oder sowas sein. Oder irgendwelche Perlen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke eher ein Badezusatz. Und dann schaue ich auch hier als erstes hinein. Es ist bestimmt kein Badesalz, sonst wäre es nicht nochmal extra eingepackt, oder? Doch, es ist ein Badesalz und wieder so eine schöne Tüte dazu. Wunderbar. Body Soul. Oh, und da kommt aber ein Duft raus. Puh, alter Schwede. Das riecht ja krass. Red Berry Badesalz, vitalisierendes Badeerlebnis. Ja. Oh, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Das müsst ihr echt riechen. Das riecht so
kann es nicht genau beschreiben. So ein bisschen blumig auf jeden Fall, aber es riecht so intensiv. Ja, ist kein Wunder, dass du das nochmal zusätzlich eingepackt hast. Sonst hätte man das sofort gerochen. Ja, und dann schauen wir mal, was bei der lieben Manuela drin ist. Ja, und das war übrigens Miss Fruchteis. Und auf ihrem Kanal könnt ihr sehen, wie sie meine Kalender auspackt. So, und wir schauen mal, was haben wir hier? Hier sind Tüten drin. Das ist cool. Das sind Zipptüten. Ich glaube, die habe ich schon mal bei AliExpress oder so gesehen. Und da kann man dann zum Beispiel so ein paar Süßigkeiten oder so reinfüllen. Und dann verschließt man die und hat dann eben hier diese Optik von einem Marmeladenglas. Ja, das ist richtig cool. Zwei verschiedene Größen. Da darfst du mir gerne mal schreiben, wo du das her hast. Entweder in die Kommentare oder privat, wie du magst. Ja, richtig cool. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben. Und das war auch schon wieder der 23. Ja, und wir haben morgen nur noch ein Türchen und dann ist die Adventszeit vorbei. Ja, und erzählt doch mal ein bisschen, wie ist denn bei euch so der Ablauf? Was kocht ihr zu Weihnachten zum Beispiel? Habt ihr so traditionell was Schnelles, Kartoffelsalat und Würstchen? Oder macht ihr sowas wie wir zum Beispiel? Wir machen immer Raclette. Ist ein bisschen aufwendiger, aber eben auch schön. Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Was gibt's bei euch Heiligabend zu essen? Okay, ihr Süßen, ich sag Tschüss und bis morgen.